gesagt. Es geht darum, Menschen zusammenzuführen, die Ausbildungsplätze anbieten und solche, die einen Ausbildungsplatz suchen. Oder aber wir gucken auf ganz andere Möglichkeiten, wie man sein berufliches Leben gestalten kann und was man daraus macht. Denn man muss ja nicht immer Angestellter sein, man kann auch sozusagen sein eigener Chef werden, als Gründer, sich selbstständig machen. Das klingt wahrscheinlich für eine ganze Menge junger Leute, die gerade mit Ach und Krach die Schule hinter sich lassen, ein bisschen utopisch. Aber es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten und darüber möchte ich mit Christoph Imber sprechen. Christoph, herzlich willkommen. Bei dir steht auf der Jacke Gründer Schmied, aber wenn ich so gucke in deine Biografie, ist das ja schon, auch weiß ich nicht, der 7., 8. Schritt von vielen, die du gemacht hast. Fangen wir mal ganz vorne an. Du hast schon als Schüler im Grunde so ein bisschen dein Leben in die eigene Hand genommen. Was hast du gemacht? Genau, das ist richtig. Also ich habe mich eigentlich seit jeher daran gestört, dass alle Jugendlichen gesagt haben, Remscheid ist so hässlich, hier ist nichts los, hier kann man nichts unternehmen. Und ich dachte, dann gibt es halt nur zwei Varianten. Entweder man guckt, dass man so schnell wie möglich hier wegzieht, oder man verändert das. Und ich habe mir damals einen dicken Schinken HTML gekauft und hatte die Idee, wenn ich eine Internetseite programmiere, wo alle Jugendlichen schreiben können, was sie gerne am Wochenende hier in Remscheid machen würden, dann ist was los. Und das Ganze hat sich so rasant, so erfolgreich entwickelt, dass damals mit 16 meine Eltern für mich den ersten Gewerbeschein angemeldet haben. Das konntest du noch nicht in dem Alter selbst. Also das ist unter Umständen möglich, aber sehr kompliziert. Und ja, ja. Meine Eltern haben das auch von jeher immer gut unterstützt und haben gesagt, wir vertrauen dir da, mach das. Und für mich war es so der Einstieg zu sagen, nicht wie andere Schüler mache ich einen Nebenjob neben der Schule oder neben der Uni, sondern ich habe nebenbei ein Gewerbe. Wobei nebenbei man dann schon manchmal sagen musste, was ist eigentlich von beiden nebenbei? Aber die Schule hast du schon fertig gemacht? Die Schule habe ich fertig gemacht und ich habe dann auch Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Unternehmensgründung in Wuppertal studiert und habe mir dieses Studium halt auch durch die Selbstständigkeit finanziert. Warst du in deinem Leben je irgendwo angestellt? Ja, war ich. Einerseits bei der Uni, dann aber auch im Rahmen eines Projekts, wo es um ein Event ging. Und nach meinem Studium habe ich einen ganz kurzen Schlenker über RTL in Köln gemacht, der für mich im Nachhinein ganz wichtig war, weil ich gemerkt habe, in so einem großen Unternehmen gehe ich abends raus und habe für mich das Gefühl, ich konnte an dem Tag eigentlich nichts da bewegen. Ich bin so eine kleine Schraube, dass mich das nicht glücklich gemacht hat. Und ich wusste, das, was mich glücklich macht, ist halt selbstbestimmt zu entscheiden, was ich gerne machen möchte. Du wolltest nicht Schraube, sondern Schraubendreher sein. Ja, genau, klar. Okay. Daraus hat sich jetzt eine ganze Menge entwickelt. Bekannt geworden bist du in Remscheid unter anderem auch mit 378, Entschuldigung, ja. Also der höchste Punkt der Stadt Remscheid über dem Meer. Da sind viele, zum Beispiel auch schöne Giveaways entstanden von der Stadt Remscheid. Die vertreibst du unter anderem auch in der Erlebbar, die Kneipe am Anfang der Hindenburgstraße. Und du bist sehr aktiv in der Gründerschmiede, wo im Grunde Start-ups entstehen. Das müssen wir jetzt mal so ein bisschen auseinanderfrickeln, denn das sind ja viele verschiedene Sachen, die nicht unbedingt miteinander zu tun haben. Wenn einer wie du so früh angefangen hat, das selbst auf die Beine zu stellen, du hast das ja so ein bisschen erklärt, du wolltest keinen Chef haben, du wolltest die Sachen selbst in die Hand nehmen. Was muss man dafür mitbringen? Ist das in der Hauptsache Mut? Sind das Ideen? Braucht man da sehr viel Geld? Man braucht erstmal eine gute Idee, glaube ich. Dann braucht man natürlich Mut und manchmal vielleicht auch Durchhaltewillen, wenn was nicht auf den ersten Schritt sofort funktioniert. Das heißt, man fällt auch schon mal auf die Nase. Ja, natürlich. Also der normale Weg eines Gründers geht immer so ein Stück bergauf und bergab. Man erlebt immer neue Höhepunkte, aber kommt dann natürlich hin, indem auch mal was nicht klappt. Und das ist eigentlich auch ein ganz schöner Weg, so ein bisschen auch vielleicht mein Lebensmotto da zu sagen, ich will Dinge lieber probiert haben, als dass ich irgendwann später mal sage, ach, hätte ich doch mal. Und insofern hat es mir mal Spaß gemacht, was Verrücktes auszuprobieren. Und auch wenn es mal nicht geklappt hat, dann muss man dazu stehen und wieder einen neuen Anfang finden. Also, wenn wir hier hingeflogen sind, Staub abwischen, aufstehen, weitergehen. Ja. Braucht man Partner oder kann man das auch gut alleine machen?
Ja, ich habe ja wirklich komplett alleine angefangen. Mhm. Nach dem Studium auch gesagt, ich will nicht mehr nur Partys für Jugendliche machen, weil ich war dann schon in einem Alter, wo es ein bisschen kompliziert war, die am Abend nur 16-Jährige zu betreuen. Mhm. Und habe dann gesagt, diese Idee, Remscheid nach außen positiv darzustellen, möchte ich weiterführen. Unter anderem mit den Erlebnisführungen und mit bergischen Souvenirs, die wir anbieten. Mhm. Der Schritt zur Erlebbar war dann doch aber für mich nochmal ein ganz großer, zu sagen, ich hole mir da einen Partner rein, der gastronomisch einfach auch mehr Know-how, mehr Erfahrung hat als ich. Und das war auch so ein Learning, dann zu merken, naja, zu zweit streitet man sich natürlich mehr als mit sich selbst, aber man kommt auch zu besseren Entscheidungen. Mhm. Weil gerade durch dieses positive Streiten kommt man zu einem besseren Ergebnis, glaube ich. Das heißt, man muss dann auch Kompromisse finden. Klar. Und es ist ja auch nicht immer so, dass man selbst immer die besten Ideen hat. Manchmal hat er Gegenüber die ja auch. Genau. Das klappt auch nach wie vor. Das klappt nach wie vor super. Mhm. Einfach, weil wir dann aber auch zwei ganz unterschiedliche Bereiche für uns haben. Also wir, ich glaube, es macht keinen Sinn, sich für seine Gründung einen Partner zu suchen, der genauso denkt wie jemand selbst. Ah, das ist ein wichtiger genau die Punkt. Gleichen Fähigkeiten mitbringt, sondern man sollte sich schon jemanden suchen, der ganz andere Ansichten und Stärken mitbringt. Also wenn ich jetzt selbst das Gefühl habe, ich kann nicht so gut programmieren oder habe keine Lust auf Zahlen, dann sollte ich mir vielleicht einen Zahlenmenschen suchen und halt andersrum auch. Ja, ja, klar. Also zwei Schöngeister allein, die gucken dann wahrscheinlich nicht genug auf die finanziellen Sachen. Genau. Das ist jetzt so das eine Standbein. Aber wenn ich jetzt versuche, ich mich mal in die Lage von einigen Schülern reinzuversetzen, die sind jetzt 16, 17, 18, machen ihren Abschluss, hören deine Geschichte und sagen, wie? Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Ich habe ja auch gar keine tolle Idee. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht irgendwann mal darüber nachdenken kann, auf eigenen Füßen zu stehen. Ich glaube, es war noch nie so spannend, wie jetzt gerade ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Die Digitalisierung hat so viele Ansatzpunkte, wo man jetzt auf einfachem Wege Geflogenheiten, Produkte optimieren kann. Unter älteren Menschen werden vielleicht Influencer immer noch belächelt. Wir haben bei uns in der Gründerschmiede verschiedene junge Gründer, die über YouTube, über Instagram, über ganz viele Wege viel Geld verdienen, Unternehmen aufgebaut haben, teilweise mit vielen Angestellten und Auszubildenden. Ich glaube, das ist jetzt eine ganz spannende Zeit, um Ideen zu verwirklichen. Und zu dem Unternehmertum gehört ja, dass man sich nicht unter Stress eine Idee entwickelt, sondern für mich bedeutet das, dass man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht, durch sein Leben geht und dann stößt man eigentlich immer auf Dinge, wo man denkt, ah, das könnte ich aber eigentlich besser machen oder das ist jetzt aber nervig oder kompliziert, da habe ich doch eine bessere Idee. Und wenn man so offen durchs Leben geht, kenne ich keinen Menschen, der nicht irgendwann auf eine Geschäftsidee stößt. Mhm. Was ist denn ein Start-up überhaupt? Einfach mal mit dem Begriff anzufangen. Ein Start-up ist entweder eine Person oder ein Zusammenschluss mehrerer Personen, die eine Gründungsidee entwickelt haben, die sehr schnell, sehr stark wachsen kann. Mhm. Das heißt, einerseits gibt es natürlich die klassische Existenzgründung. Das bedeutet, dass jemand vielleicht eine Finanzierung von 5.000 oder 10.000 Euro braucht und damit ein Einzelhandelsgeschäft oder was auch immer hier in der Umgebung aufmachen kann, wo er dann selbstständig tätig ist. Mhm. Das, was wir mit der Gründerschmiede unterstützen, ist nicht die Selbstständigkeit, wo jemand selbst und ständig arbeitet, sondern eigentlich junge Menschen, die ein Unternehmen aufbauen wollen, die Prozesse aufbauen wollen, ohne die ganze Zeit in jeden Prozess eingebunden zu sein. Das heißt, da kann ich auch auf verschiedene Ressourcen zurückgreifen. So eine Gründerschmiede ist dann auch so ein Workspace, wo ich meinen Computer hinstellen kann, wo ich schnelles Internet habe, ein Telefon vielleicht und auch mich mit anderen, die auch vielleicht aus völlig anderen Branchen sind, austauschen kann. Genau, also die Gründerschmiede ist dadurch entstanden, dass ich mir eigentlich, seit ich angefangen habe, immer gewünscht habe, einen Austausch zu haben mit weiteren jungen Gründern. Irgendwann hat sich dann 2015 so ein Zusammenschluss aus jungen Gründern ergeben. Die Bierbrauer vom Remscheider Bräu, Daniel Jung als Mathe-YouTube-Lehrer. Den kennen ja die meisten von den YouTube-Clips, ja. Simon Hase als Designer und wir saßen halt zusammen und haben gesagt, also das fehlt in Remscheid ungemein, dass man sich zusammensetzen kann, sich austauschen kann, aber auch Beratung erhält. Und dann haben wir uns mit den Wirtschaftsjunioren zusammengetan und haben die Gründerschmiede als gemeinnützigen Verein gegründet. Mhm. Ihr habt aber noch kein Zuhause. Oder habt ihr? Wir bauen gerade ganz fleißig an unserem Zuhause. Im Moment läuft noch alles in der Hindenburgstraße aus der Erlebbar. Mhm. Da kann man sich beraten lassen und auch zu Veranstaltungen kommen. Und wir werden im November im Hinterhof in der alten Fabrikhalle das Gründerquartier eröffnen.
Direkt nebenan? Direkt nebenan mit Durchgang. Mhm. Und das wird dann schon eine andere Hausnummer. Also es soll ein echter Zukunftsort für Remscheid werden mit 15 Büroräumen, 3 Besprechungsräumen und einem großen Coworking-Space, wo ich halt wirklich ganz flexibel einfach hinkommen kann, arbeiten kann. Hab Kaffee, Tee, Wasser kostenfrei und einen Drucker und natürlich Das heißt, derjenige, der da seinen Workspace nimmt, der bezahlt eine kleine Miete, nehme ich an, kann dann arbeiten, aber hat eben andere auch als Sparringspartner, um sich auszutauschen. Absolut. Also wir haben einerseits unsere Netzwerkpartner da mit im Boot. Mhm. Das heißt, schon von der ersten Idee kann man eine Beratung erhalten, kann seinen Businessplan ausarbeiten, kann damit eine Tür weitergehen und einen Prototypen erstellen lassen oder sich zu Fördermitteln beraten lassen. Kann noch eine Tür weitergehen zu einer Bank, die dann eine Finanzierung versucht zu ermöglichen. Und auch da kann man wahrscheinlich so Ratschläge, wie hast du das damals gemacht, welche Papiere, welche Vorlagen hast du gegeben, womit hattest du Erfolg? Das heißt, jeder lernt vom anderen ein bisschen. Genau, und ich kann jedem, der einfach nur Interesse hat, empfehlen, mal zu unserem Gründerstammtisch zu kommen. Mhm. Auch da sind immer ganz viele Gründer und Netzwerkpartner. Man lernt sich bei einem Bier kennen, man kann sich austauschen und unsere Erfahrung ist, dass egal in welcher Branche man gründet, die meisten Gründer haben dieselben Problemchen und insofern hat da immer einer einen guten Tipp oder eine neue Idee. Bilden sich dann auch schon mal Gruppen, dass zwei dann sagen oder auch drei, ah, hör mal, du hast das, ich habe das, sollen wir zusammentun? Absolut, ja. Mhm. Und das nicht nur unter Gründern, sondern wir stellen auch immer wieder Kontakte zu Remscheider Unternehmen dar, die natürlich dann in ihrem Bereich auch nochmal ganz anderes Know-how haben und vielleicht auch die Finanzmittel, die Gründer noch ein bisschen zu unterstützen. Also da habt ihr ja eine ganze Menge vor, wollt auch ein großes Rad drehen. Toi, toi, toi dafür, Christoph. Dankeschön. Ich glaube auch so eine Stadt mit viel traditioneller Industrie, viel traditioneller Wirtschaft, alten Unternehmen, die ja dadurch nicht schlecht sind, kann so eine Spritze von jugendlichem Start-up-Denken ganz gut gebrauchen. Ich drücke euch fest die Daumen und wie gesagt, Einladung zu dem Gründerstammtisch zu kommen. Wann ist der immer? Immer der zweite Dienstag im Monat um 18 Uhr in der Erlebbar. In der Erlebbar, in der Hindenburgstraße. Und wie wir gehört haben, gibt es da auch ein Bierchen. Christoph Imber, dir und der Gründerschmiede viel, viel Erfolg in der Zukunft.